Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, der Commodore wird gestartet. Und dann geht es weiter mit Maniac Mansion. Ich lade den aktuellen Speicherpunkt. Ich denke mal, das wird bei 135 Minuten gewesen sein. So, ich bin jetzt einmal hochgelatscht. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Keine Frage. Gut. Wie gehen wir jetzt vor? Was haben wir denn noch? Wir müssen die Pläne finden. Wo waren die Pläne? Ich habe keinen Schimmer. Krug mit Wasser. Mit der alten Pflanze habe ich doch schon gemacht. Ne? Pinsel. Wofür brauche ich den Pinsel? Ach, das habe ich auch schon gemacht. Das war doch, meine ich, um die farbige Wand ja zu säubern. Alte Platte. Schlüsselkraftwerkzeug, Radio, 10 Cent leuchtender Schlüssel. Puh, wo waren die Pläne? Gut, es ist wiederum Eierlang gesagt. Ich melde mich, sobald ich Näheres weiß. So, ich habe mir gerade überlegt, ich gebe mal den Krug an Wendy und schalte jetzt rüber zu Wendy. Sie geht jetzt hier in die Küche hinein. Macht das Wasser an. Ein Wasserhahn. Jetzt sage ich ihm, benutze Krug mit Wasserhahn. Krug mit Wasser. Ja, okay. Ob das Wasser bringt, keine Ahnung. Aus. Wasserhahn. Jetzt benutze Briefmarke mit Wasser. Sie klebt nicht, da weiß ich auch nicht. Ich will irgendwie die Briefmarke zum Kleben bekommen. Früher musste man die mal so anlecken, also sprich ein bisschen Wasser drauf träufeln. Warte mal. Da muss man das Wasser warm machen? Hey, ich überlege gerade, also irgendetwas war hier, meine ich, mit Wasser und Krug und. Einfach mal testen. Ah, das geht schon mal. Cool. Ein Mikrowelle. Öffne. Und nimm. Guck mit Wasser. Okay. Oh, das ist aber heiß. Hat sie es nicht aufgenommen? Benutze, nee, falsch. Benutze Briefmarken an. Sie klebt nicht. Hä? Benutze Umschlag an Krug mit Wasser. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß es auch nicht. Jetzt habe ich zwar heißes Wasser. Aber wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht. Also ich meine, man müsste das Manuskript im Umschlag darauf die Briefmarke und dann wegschicken. Wegschicken draußen am Briefkasten, Fähnchen hoch. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Aber meine Rechnung geht irgendwie jetzt nicht auf. Was war hier nochmal? Habe ich hier was übersehen? Fernseher. Puh. Na komm, wir machen mal einen Fernseher. Ein paar Nachrichten gucken, ne? Hallo an alle Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Ich bin Mark Iter und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Einfach per Post an uns schicken. Ah, vielleicht muss ich erst den Film hier gucken. Ja, und vergiss die Briefmarke nicht. Ja, eigentlich hat sie ja jetzt alles. So, jetzt vielleicht mit der Erkenntnis. Vielleicht braucht sie erst die Erkenntnis. Benutze Manuskript in geöffnetem Umschlag. Der Umschlag ist unbrauchbar. Wieso ist er unbrauchbar? Der ist ja nur geöffnet.
Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt weiß ich auch nicht. Gut, ich eier noch ein wenig mehr herum und probiere weiter etwas aus. So, ich habe dann noch mal einen Versuch noch mal benutze geöffneten Umschlag mit, nicht mit Tisch, mit Schreibmaschine. Ich gebe die Adresse des Verlegers. Siehst du, geht doch. Aha. Jetzt benutze Briefmarke an. Die klebt nicht. Ja, okay. Benutze geöffneten Umschlag im Manuskript. Es sagt immer, es ist unbrauchbar. Benutze Manuskript in geöffneten Umschlag. I don't know. Gut, jetzt haben wir jetzt schon mal die Adresse drauf. Macht ja auch Sinn. Genau, 222, das ist ja das aus dem Fernseher. Also sind wir schon mal einen Schritt weiter. Außer, dass der Umschlag unbrauchbar ist. Habe ich ja immer Tesafilm, dass man ihn reparieren kann? Gut, ich eier noch weiter und melde mich, sobald es neue Erkenntnisse gibt. So, Freunde der Nacht, es wird gelacht, es wird gezockt und zwar Maniac Mansion. In dem Fall mache ich etwas ganz Merkwürdiges. Ich zocke Maniac Mansion einfach nochmal neu, aus dem einfachen Grund, weil ich komme einfach an der Stelle nicht weiter. Und ich denke mal, der Fehler liegt einfach bei dem Umschlag, dass ich den irgendwie mutwillig geöffnet habe. Und mir fällt nichts anderes ein, als das Ganze nochmal neu zu zocken. Ja, ich mache darüber natürlich kein komplett neues Video, sondern spiele bis dahin, im Endeffekt, wo ich stehen geblieben bin. Und dann schalte ich die Kamera für euch wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao. So, ich habe jetzt alles nochmal neu gespielt. Jetzt bin ich ungefähr an der Stelle, ja, wo ich vorhin auch war und ich den Fehler mit dem Umschlag gemacht habe. Und diesmal möchte ich das richtig machen. Und zwar ist jetzt mein Plan. Ich benutze jetzt die Wendy. Gehe erstmal hier zum Wasserhahn. Sage ein Wasserhahn. So. Jetzt sage ich, benutze Krug mit Wasser. Gut, soweit, so gut. Das hatte ich ja vorhin auch schon gemacht. Wir machen mal Wasser wieder aus. Wir wollen Energie sparen. Benutze Krug mit Wasser in Mikrowelle. So, jetzt kommt der Clou. Jetzt wollte ich ja mal den geöffneten Umschlag dort hineinpacken und das geht natürlich nicht. Man darf den verschlossenen Umschlag, den erhält man ja aus dem Tresor oben, wenn man das Bild zur Seite klappt, da in Ednas Wohnung, sage ich mal, in Ednas Zimmer. In Ednas Zimmer ist ja so ein Safe. Genau, wenn man denn den halt eben geöffnet hat, hat man den verschlossenen Umschlag und den muss man, so wie er ist, benutze verschlossenen Umschlag in die Mikrowelle reinpacken. Zumindest habe ich das jetzt so nachgegoogelt. Also daran konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern, an den Wasserkrug schon, aber mit dem Umschlag nicht. Genau. Aber bevor ich jetzt die Mikrowelle anmache, setze ich nochmal einen Save Point, weil ich habe nämlich keine Lust, das gleiche jetzt nochmal zu spielen. Das war ja mein letzter Save Point. Ich speichere mal einfach mal hier drüber. Richtige Taste drücken. Jo, das ist safen. Und jetzt sage ich einfach mal ein, ne, erstmal schließen. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir sagen schließen Mikrowellenherd. Ein Mikrowellenherd. Okay, jetzt hat sie erstmal nichts getan. Öffne. Umschlag. Nimm Umschlag. So, jetzt öffne ich ihn einfach mal. Wo ist der Umschlag? Hallo Umschlag. Dass es hier noch auf Zeit ist. Und noch ist er schön warm. Umschlag. Da, das war der Clou. Und jetzt habe ich nämlich keinen unbrauchbaren Umschlag oder wie hieß es da vorhin? Oder geöffneten Umschlag. Jetzt habe ich einfach nur einen Umschlag. Prima. So, ich gebe die 25 Cent Münze
an Dave weiter. Ja, Dave musste noch einmal kurz zum Meteormist, zu den Spielautomaten, den Code rausfinden. Ja, und dann geht's ab ins Verlies. Und die Wendy, das könnten wir jetzt mal eben zusammen machen. Die ist natürlich nach oben und bereitet ihr Manuskript vor. Genau. Fernseh geguckt hat sie auch schon, also kennt sie auch die Anschrift. Oh, warte mal, ich muss mir eben überlegen, die Briefmarke, ich habe auch noch einen Wasserschwamm. Genau, vielleicht muss ich die Briefmarke damit noch anfeuchten. Das weiß ich nicht mehr so genau, weil früher in den 80er Jahren, da war das ja so, Spucke drauf und dann ab geht die Post. Oder alternativ hatte man so einen kleinen Wasserschwamm, dass sie dementsprechend klebte. So war das damals. Die gute alte Zeit. So, ich rutsche mal hier so ein bisschen näher. Jetzt müsste ich ein bisschen lauter sein. Ich hoffe, das irritiert euch nicht. Ja, ich habe gedacht, die Wendy könnte als Autorin auch einen Film entwickeln. Aber kann sie halt eben leider nicht. Übrigens, einen unentwickelten Film findet man dann irgendwann am Eingang. Rechts neben der Treppe. Aber nicht von Anfang an ist er da, sondern im Laufe des Spiels. Den hat sie jetzt schon, aber im Endeffekt kann da nur der Michael etwas mit anfangen und ja, sonst keiner von diesen Leuten hier. So, benutze Umschlag. Nehmen wir erstmal anders. Ich sage benutze Manuskript in Umschlag. Ah, guck mal, was wir da haben. Jawohl. Und jetzt können wir nämlich auch benutze Memoiren im Umschlag in oder an Schreibmaschine. Ja, ich gebe Adresse des Verlegers. Genau, jetzt funktioniert es. Also ich war schon verdammt nah dran, aber dass man wirklich jetzt so penibel genau den Umschlag öffnen muss, puh, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Jetzt benutze Briefmarke an Umschlag. Sie kleben! In Frankie, im Frankie. Okay, lese nochmal, guck mal, was da steht. Im frankierten Umschlag. Ja, perfekt. Damit weiß ich auch, was ich tun muss. Ich gehe, ja, da kann man nichts lesen. Das ist sicherlich richtig. Dann machen wir, gehe zu. Ich gehe jetzt einmal zum Briefkasten. So, ich bin draußen. Ich gehe zu dieser Mailbox oder Briefkasten, wie man es immer nennen will. Ich packe jetzt den frankierten Umschlag dort hinein. Öffne. Benutze Frankie in, ja, nicht in Fähnchen, also drin. Ziehe, ich glaube, man muss das Fähnchen noch ziehen, oder? Er zieht, wenn Post da ist. Muss ich auch noch schließen? Weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich natürlich ein wenig. Ja, komm. Gut. Wenn das jetzt irgendwie falsch war, keine Ahnung, dann muss ich das halt eben ab dem Speicherpunkt nochmal spielen. Ja, ich denke mal, so könnte das funktionieren. Ja, was kann ich in der Zwischenzeit jetzt noch machen? Ah, ein Manuskript. Lass mal sehen. Wow. Das ist ein fantastisches Buch. Das wird millionenfach verkauft. Vielleicht sogar Milliarden. Ich mache Herrn Meteor sein. Millionen Dollar Angebote. Gut, die 10 ist jetzt neu. Also, das heißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Und jetzt müsste ich gleich irgendwie eine Antwort bekommen.
Und den Brief muss ich natürlich dementsprechend auch wieder abfangen. So, ich öffne schon mal die Tür mit 5858, sehr kreativ. 5858, dann sollte das gute Türchen aufgehen. Prima. So, das muss aber gleich Wendy machen. Ich öffne hier schon mal die Tür. Benutze alten rostigen Schlüssel. Hey. Benutze Tür mit. Ja. Gut. Ja, was mache ich jetzt? Eine gute Frage. Ich gehe mit Wendy jetzt nochmal nach unten. Ja, vielleicht ist ja schon die Antwort schon da. So, jetzt ging gerade die Türklingel. Das habt ihr ja jetzt nicht gehört. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz schnell hier zum Briefkasten und hoffe, dass... Ja! Es funktioniert. Nimm Vertrag. Cool, es hat funktioniert. Und ich meine, das Ganze kann man auch mit der Demo-Kassette machen. Ich meine, so hätte ich das mal gemacht. Irgendwie kriegt man einen Plattenvertrag oder ähnliches. Und dann kann man das Tentakel damit auch bestechen. Lese, machen wir mal. Lesevertrag. Ein Buchvertrag. Und der ist mehrere Millionen wert. Ja, die muss ich leider opfern. So, jetzt muss ich nach unten ins Verlies. Ja, ich hoffe mal, dass ich mit dem Vertrag das andere Tentakel bestechen kann. Drücke diesen Kobold. Wendy, und du bist jetzt hier mein Joker. Du bist jetzt mein Joker. Du rettest jetzt die Welt. Du hast ehrenvolle Aufgabe, das Supermanuskript an dem Tentakel zu überreichen. So, Tür müsste ja noch offen sein, ne? So, jetzt muss ich gleich nochmal ganz kurz überlegen, bevor ich da reinstürme. Ich brauche jetzt erstmal die Wendy. So, gebe Vertrag an Dave. So. Ich gucke eben mal, was Razer noch so alles Schönes hat. Sie hat ein Demoband, eine alte Platte, einen rostigen Schlüssel. Eigentlich nichts Wildes. Dann kann ich auch hineingehen. Gebe, ist Vertrag. Da, Vertrag. Aha! Oh, da muss aber schnell sein. Okay, dann laden wir das nochmal. Vielleicht ist es taktisch klüger, wenn ich den Vertrag hier schon mal so ein bisschen vorbereite. Bei so vielen Gegenständen. Ja, wo ist er denn? Da ist er ja. Gebe Vertrag an Tentakel. Genau, dies können wir jetzt abkürzen mit F7. Den Text kennen wir schon. Jetzt können wir hier hinein. Öffne Tür. Jetzt habe ich 2 Minuten Zeit. Aber wenn es irgendwas gibt, was ich nicht mag, dann ist es ein Spiel auf Zeit. So. Öffne Schrank. Revision hin. Ey! Benutze Strahlenanzug. Irgendwann.
Ah ja, deswegen der Stahlanzug. Dann einfach mal auf ausgemacht. Also jetzt könnte ich... Ah, das ist der Meteor, genau. Den kann ich mir jetzt schnappen. Ich fühle mich viel besser. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt. Aha, jetzt ist der Professor wieder bei Sinn. Ich schaffe es nicht. Ah, ein Code vergessen, ne? Diabetes muss die Kontrolle über das gesamte System haben. Hey, du da. Du musst mir helfen. Ja, ich bin ja dabei. Wir müssen die Meteor ein für alle Mal loswerden. Ich bin dabei. Du hältst mich nur gerade auf. Nimm Meteor. Geht das? Ja, nee. Genau, jetzt kann ich mich, glaube ich, doch wieder daran erinnern. Ich weiß nur nicht, wo man hier rauskommt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin gespannt. Ah, genau. Eine Abkürzung. Jetzt benutze Kofferraum mit Meteor. Ey, wo ist der Meteor? Wo ist der Meteor? Da ist er. Genau, und jetzt schließe. Oh, wie war das nochmal? Ein? Da schalte ich. Ah, wie war das nochmal? Ich muss mal das Ding irgendwie zum Laufen kriegen. Hier muss ich passen. Benutze gelben Schlüssel in Raketenantrieb. Ah! Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich hab's geschafft. Arrivederci! Auf zum Mars oder wo du auch immer herkommst. Thema erledigt, ne? Da ist er weg. Tschihihi. Juhu. Na, cool gemacht, ne? Keine Frage. Und was kommt jetzt? Kommt hier nochmal so eine Abschlussszene? Doch, da. Entschuldige. Bargeld wäre nicht schlecht. Ja, das sehe ich auch so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Prima. Drück F7 für ein neues Spiel. Ja, kurz und knapp. Das war Mania Mensen in der Commodore C64er Version. Ja, und jetzt könnte man das Ganze nochmal mit anderen Kindern spielen. Und dann bekommt das ganze Spiel natürlich auch einen etwas anderen Verlauf. Und genau, dann hat man mehrere Möglichkeiten. Also man hat mehrere Möglichkeiten, da den ganzen Verlauf so ein bisschen dadurch zu beeinflussen. Ja, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf! PS, jetzt kommt natürlich Zack McCracken, ist doch klar.